Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach hier, Sassy. Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir heute besprechen. Und zwar, wie sicher ist eigentlich dein Job? Und wenn du ein Business aufbauen willst, was ist das Wichtigste, was fast jeder falsch macht? Und das ist der Grund, warum man so abhängig ist und sofort bankrott sein kann. Oder auch wenn man irgendeinen Job hat. Und das ist jetzt nicht nur die Übernahme durch künstliche Intelligenz, weil wir wissen ja alles, egal ob Supermarkt, Barkeeper, Friseur, Nagelstudio, Kasse, Autofahren, Transport, auch alles, wo man sagt, irgendwie so Steuerberater oder so, das sind alles Softwaregeschichten. Das wird alles von Technologie übernommen, alles. Und körperliche Arbeiten sowieso. Ich meine, die Roboter sind jetzt schon in der Warteschlange. Das heißt, nicht nur das, dass wir unseren Job verlieren, sondern was macht deine Firma oder wenn du eine Firma aufbaust, worauf musst du als erstes achten? Und das ist so wichtig. Pass auf, deine Firma, ne? Und jede Firma, auch wenn du eine Firma aufbaust. Das Wichtigste ist für mich als Basis, bevor man überhaupt anfängt, dass man sich von niemandem den Stecker ziehen lassen kann und dass man dann sofort pleite geht. Weil jetzt gerade in 23 werden, ihr werdet das nicht glauben, es werden so viele Leute pleite gehen. Und auch Amazon hat jetzt zum Beispiel 11.000 Plätze gestrichen, Facebook und so. Amazon hat von Ende 2019 bis Ende 2020 800.000 Arbeitsplätze geschaffen. Von ungefähr 800.000 auf 1,6 Millionen. Und das war nur durch Geld, was eigentlich nur ins System gepumpt wurde. Das war nicht reales Geld. Das heißt, es kann sein, dass die wieder 800.000 Leute entlassen müssen. Also das heißt, wenn man denkt, oh, aber meine Firma ist sicher, dann denk nochmal, nochmal. Weil wenn Facebook und Amazon nicht sicher ist, welche Firma dann? So, und dann muss man gucken, was macht die Firma, in der du arbeitest? Weil wenn man abhängig ist von einem großen Lieferanten, einem großen Kunden, einem Network-Partner, einem irgendwas, dann kann man in 2023 sofort seinen Job verlieren. Und ich meine sofort. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, die Firma, unsere Firma, die läuft schon mega, die läuft seit 50 Jahren. Ja, was macht ihr denn? Ja, wir beliefern, keine Ahnung, die Türgriffe, Gummi für BMW. Ah, ihr liefert Gummi für BMW. Ah, wie viele Mitarbeiter haben wir? Ja, 120. Wir sind schon seit 50 Jahren am Markt. Ja, wie viel Umsatz macht ihr denn durch BMW? Ja, 70%. Ey. So unsicher. Das heißt, wenn du ein Business aufbaust und du hast einen Network-Partner, du hast einen großen Kunden, der das meiste von deinen Einnahmen irgendwie beschafft, dann hast du ein großes, großes Problem. Schon im Aufbau muss man wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzung verkaufe, als Beispiel. Sagen wir mal, ich hätte jetzt einen großen Abnehmer, der liefert in die USA. Und ich liefere nur an den. Also der macht 80-90% meines Gehalts aus oder meiner Umsätze aus. Und dann auf einmal geht der pleite. Ja, dann bin ich ja weg. Dann habe ich vielleicht 20 Mitarbeiter, die kann ich dann alle nicht mehr bezahlen. Wenn ich aber andersrum nur an Endverbraucher und ich habe 5.000 verschiedene einzelne Kunden, die jeden Monat bestellen, dann ist es sicherer. Das heißt, man muss immer das Fundament so aufbauen, dass man nicht von einer Person abhängig ist. Und dann baut man sich mehrere Standbeine auf. Das ist das Wichtige. Zum Beispiel Affiliate-Marketing. Das ist nicht Network-Marketing. Wenn du Network-Marketing für irgendwie, keine Ahnung, live 500.000 irgendwas bewirbst, dann gehen die pleite oder irgendwas passiert, dann bist du weg vom Fenster. Wenn du Affiliate-Marketing zum Beispiel machst, dann kannst du ja die Produkte von egal wem bewerben. Weil es werden ja nicht alle 100% pleite gehen. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, das Provisionsgeschäft zu machen. Aber halt nicht abhängig von einer Person. So, und das Wichtige ist dann, dass man sich auch mehrere Einnahmequellen aufbaut. Dass man auch nie von einer Einnahmequelle abhängig ist. So, dass man zum Beispiel nicht nur ein physisches Produkt verkauft oder nicht nur Aktien hat oder nicht nur Affiliate-Marketing macht oder so, sondern dass es verschiedene Einnahmequellen sind. Also optimal sind es 5 bis 7 Einnahmequellen, die man haben sollte. Und optimal sind alle 5 bis 7 Einnahmequellen komplett unabhängig von anderen Menschen. Und dann noch, deswegen geht es um Wissen,
und dann noch alle nicht im Hamsterrad. Das heißt, nicht Zeit gegen Geld tauschen. Skalierfähigkeit muss da sein. Man muss ortsungebunden arbeiten können und man darf keine Termine vordiktiert bekommen, weil sonst ist man ja nicht frei. Wenn dir irgendjemand auf der Welt sagt, hey, morgen bist du da und da, dann bist du ja nicht frei. Weil dir sagt ja jemand, du bist morgen da oder da. Das ist ja das Gegenteil von Freiheit. So, das heißt, man muss sich das Wissen ansammeln, wie man bei Null anfängt und nebenbei, das ist ja zum Beispiel das, was im Matrix-Prinzip und Business-Prinzip durchgegangen wird, wie man nebenbei, neben dem Hamsterrad-Job, sich das aufbaut. Verschiedene Einnahmequellen, komplett außerhalb vom System. Und 2023 wird so krass. Es werden so viele Leute so rasiert, so viele Firmen. 2022 war schon schlimm und die Lawine ist gerade erst losgegangen. Also auch, ich habe es vorher angekündigt, der Immobilienmarkt, der ist jetzt gerade auch komplett im Einstürzen. Die Firmen, die Zinsen werden erhoben. Die Amerikaner sind pleite. Ein von drei erwachsenen Amerikanern sind von ihren Eltern abhängig. Einer von drei. 40% der USA, Menschen, die in den USA leben, haben nicht 400 Euro auf dem Konto. Die Kreditkartenschulden sind so hoch wie noch nie. Bei 930 Milliarden. Die Zinsen auf Kreditkarten sind bei über 20% jetzt. Das wird richtig, richtig, richtig knallen. Was hatte ich noch für eine Zahl da vor ein paar Wochen gepostet, dass irgendwie 50%, glaube ich, der Startup-Unternehmen nicht mal ihre Miete bezahlen konnten im Oktober oder so. Da draußen in 2023 ist niemand sicher. Und man muss jetzt anfangen. Und alles im Matrix-Prinzip, das ist die Vorbereitung, wenn du noch nicht im Matrix-Prinzip bist. Ich kann dann nicht mehr helfen. Ich meine das ernst. Ich kann dann nicht mehr helfen. Ich denke mir diese Zahlen ja nicht aus. Das ist ja die Realität. So, man muss jetzt anfangen, sich das Wissen anzusammeln. Und wenn du im Matrix-Prinzip bist, dann hätte ich letzten Monat angefangen mit dem Business-Prinzip. Da ist alles genau erklärt. Das ist alles, alles, was ich da sage, ist außerhalb vom System. Alles. Alles ist darauf ausgelegt, dass genau diese Punkte beachtet sind, wie man das nebenbei aufbaut, dass man sich nebenbei verschiedene Einnahmequellen aufbaut, die alle außerhalb vom System sind. Das ist es ja. Wie will man das Wissen alleine sich aneignen? Und ich habe das ja die letzten Tage gesagt und dann habe ich wieder einen Kommentar bekommen und der Kommentar war original. Ja, Sessi, mit Wissen ansammeln und so, das ist ja gut, aber ich glaube, jetzt habe ich in Bitcoin investiert und der wird ja hochgehen, deswegen, ja, aber mehr Wissen habe ich nicht. Also egal, wie viel ich rede, es ist so schwer für Menschen zu verstehen, dass man nicht sich davon abhängig machen kann, ob irgendwas hochgeht oder runtergeht. Weil man hat es in diesem Jahr gesehen, alles ist runtergegangen, egal was. So, das heißt, man muss sich das Wissen ansammeln. Okay, was für ein Produkt kann man verkaufen? Infoprodukt, Dropshipping, E-Commerce, FBA, obwohl das nicht gut ist, aber trotzdem. Welche Möglichkeiten gibt es? Was kann ich verkaufen? Wie viele Leute brauchen das? Wie verkaufe ich das? Was sind die Verkaufsstrategien, wie ich das an den Mann bringe? Komplett unabhängig vom System. Dieses Wissen, wenn man das sich jetzt nicht aneignet, boah, ich kann als Abschluss zu diesem Jahr sagen, nächstes Jahr wird extrem. Aber auf der anderen Seite haben wir im nächsten Jahr 2023 die krassesten Möglichkeiten, weil die Leute, ich sag's euch, werden so rasiert. Die Firmen werden alle pleite gehen. Alles wird runtergehen. Es wird zur Weltwirtschaftskrise kommen. Es bahnt sich jetzt schon an. Selbst der Immobilienmarkt ist jetzt schon schlimmer und schneller gefallen als 2008. Es wird nicht mehr aufzuhalten sein. Und Paul von der Fed hat gesagt, der macht weiter, bis die Inflation auf 2% runterkommt. Das heißt, es wird ein Gemetzel, es wird ein Massaker. Und in einem Massaker hat man die besten Chancen überhaupt. Aber dafür muss man sich schnell was aufbauen, damit man auch das Kapital hat, zu investieren und dann richtig zu investieren. Und selbst dazu gibt es Videos im Business-Prinzip. Und im Matrix-Prinzip auch. Deswegen
ist echt krass, was jetzt passieren wird die nächsten Monate. So, Fazit. Fazit ist, wahrscheinlich wird der krasseste Crash, den wir jemals hatten, in der Geschichte der Menschheit auf uns zukommen. Und das ist die Zeit, wo wir die besten Möglichkeiten haben, wenn man sich jetzt Wissen ansammelt, wenn man dann richtig investiert, dass man in wenigen, wenigen Jahren komplett finanziell frei sein kann. Und dass einem niemand mehr irgendwann im Leben, ey, wenn ich mir vorstellen würde, heutzutage so zurückzugehen, dass mir irgendjemand sagt, ja, komm da morgen hin oder du musst morgen da sein. Ich muss morgen überhaupt nirgendwo sein, okay? Boah, da müssen wir von wegkommen. So, deswegen, jetzt ist die Zeit. Und da können wir, das können wir jetzt richtig geil schaffen. Die Chancen waren noch nie besser als jetzt. Und das, was jetzt kommt in den nächsten paar Monaten. Okay, deswegen unbedingt starten. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami. Und jetzt habe ich so eine krasse Nachricht für alle von euch, die im Matrix-Prinzip sind, also fast jeder, aber noch nicht im Business-Prinzip. Und das ist so krass, ab 1.1. haben wir praktisch einen neuen Launch, wir haben einen ganz neuen Bereich, den wir eröffnen. Das Support-System ist so krass entwickelt, es ist unfassbar. Wir haben so viele neue Fallbeispiele, die wir mit reinnehmen und so. Das ist so krass. Und 2023 wird das Jahr sein, wo wahrscheinlich alles crashen wird, weltweit. Und gerade in diesem Jahr, gerade wenn alles crasht, haben wir die krassesten Möglichkeiten. Und genau in diesem Jahr, wenn wir jetzt aufbauen, was online unabhängig uns zu verdienen, egal ob Dropshipping, Affiliate Marketing, Infoprodukt, E-Commerce, egal was, haben wir jetzt die besten Chancen, die es jemals gegeben hat. Und zum 1.1. werden die Plätze wieder limitiert sein. Deswegen geh unbedingt, wenn du im Matrix-Prinzip bist, weil das die Voraussetzung ist, geh jetzt unbedingt auf den Link, guck dir die 0,1% der zufriedenen Kunden an, der Coachings der letzten Jahre, guck das Video an und dann fülle das Formular aus. 2023 wird die krasseste Chance und ich werde in 2-3 Jahren wieder sagen, wie immer, wie ich das seit 10 Jahren fast jeden Tag sage, ich werde sagen, ich habe es doch da gesagt, das war die beste Chance, jetzt ist es vorbei. Deswegen, wir müssen jetzt in dieser Situation Gas geben, deswegen guckt euch das an, guckt euch das Video an, tragt euch im Formular aus, dieser Launch, das wird einfach nur krass, wir haben die besten Möglichkeiten genau jetzt. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Weihnachtsstimmung, Weihnachtsstimmung.